Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Tag hier beim Oldtimer Grand Prix. 50. Jubiläum steht auf dem Plan, es ist Samstag. Und wenn wir so ein bisschen in den Himmel schauen, seht ihr schon, anders als gestern, kein blauer Himmel, sondern viele, viele Wolken und eifeltypisch zwischendurch auch mal ein bisschen Regen. Für uns als Fahrer natürlich cool, weil es macht das Ganze einfach interessanter. Du hast wechselnde Bedingungen, du hast den Gummibelag auf der Rennstrecke, du musst schauen, dass du das Auto irgendwo platzierst und ja, mit Bremsen umgehst, kein ABS, Trommelbremsen, andere Reifen, Ölspuren, die es da draußen gibt, Bindemittel, also für uns macht das Ganze noch spannender. Deswegen nehmen wir uns heute auch wieder die Zeit, mal ein bisschen auf die Technik zu gucken, euch ein bisschen zu zeigen, was im Hintergrund hier bei HK Engineering passiert und euch auch eben mitzunehmen, mal durchs Fahrerlager vielleicht das ein oder andere Gesicht und die ein oder andere Emotion einzufangen. Also viel Spaß beim Video. Guten Morgen, Mario. Guten Morgen, grüß dich. Mattes Auto ist noch aufgebockt? Ja, ist richtig, er hockt da schon drin. Ich kann es, glaube ich, gar nicht abwarten. Was wird jetzt heute noch an dem Auto gemacht? Weil ich gehe mal davon aus, der Grund, warum er aufgebockt ist, ihr habt noch was zu tun am Auto? Wir werden auf jeden Fall die Bremsen nochmal wechseln, dass wir absolut neue Bremsen haben zum Rennen hin dann. Ja, wir checken sonst nochmal alles durch. Die Reifen wechseln, wir werden auch neuen Satz Reifen aufbauen, dass wir das Rennen vernünftig starten. Cool, seid ihr zufrieden mit gestern? Prinzipiell schon, es ist nichts kaputt gegangen. Besser kann es nicht laufen. Top. Nee, Auto läuft super. Ich glaube, der Fahrer hat sich auch schon gut eingewöhnt. Ich meine, so ein pfiffiges Kerlchen, das erkennt sich aus. Nee, die Zeiten sind ziemlich gut. Ziemlich gut. Also, ich kann immer so viel um zu unserem Kollegen hier, der schon auf zig Jahren auf Rennen unterwegs ist mit seinem Auto. Und ich bin mal gespannt, was da heute rauskommt. Cool. Also, wenn wir da so vernünftige Bremsen reinschmeißen und dann kriegen wir das. Dann wird es laufen. Top. Hallo Mathis. Hallo. Was passiert gerade? Ich schaue gerade von der Sitzposition, weil ich gestern festgestellt habe, weil ich ziehe das Ding mal eben raus. So sitze ich eigentlich im Auto und das ist bei einem Oldtimer eigentlich immer so ein bisschen Kompromiss. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die Kupplung ganz durchtrete, ich noch ein bisschen Winkel im Bein habe, die Bremse, die ich jetzt gar nicht treten darf, und die Bremse gerade gemacht wird, brauche ich halt richtig Kraft, also 18 Kilo oder sowas, damit die halt irgendwie was macht. Dafür muss ich halt gut sitzen, vor allem im Becken hinten schön tief im Sitz sitzen, damit ich mich abstützen kann und halt keine Bewegung im Sitz habe. Der Kompromiss ist jetzt, wenn ich hier normal drin sitze, so, fühlt sich gut an. Aber sobald ich jetzt anfange zu lenken, bin ich eigentlich zu weit weg und habe damit keine Kraft gerade. Deswegen versuche ich jetzt eine Sitzposition zu finden von der Position, dass es hier passt und ich trotzdem aber noch nicht mit dem Helm beim Helm hier oben in Kontakt habe. Dann muss ich noch ein bisschen tricksen, aber letztendlich braucht die Kraft in den Armen, weil die echt Lenkkräfte drin sind, wenn du quer fährst. Ja. Die musst du schon kontrollieren. Genau. Ja, willkommen zurück. Wir sind am zweiten Tag. Das Auto wird vorbereitet für den abendlichen Lauf und der ist ja wirklich cool, weil wir fahren in die Dunkelheit. Also noch weitere Herausforderungen, was Licht angeht, was Scheibenwischer vielleicht angeht bei dem Wetter. Aber eben auch das, was wir gestern schon gemerkt haben, die Bremse ist halt ein Thema, weil wir keine Scheibenbremse fahren, wie eigentlich alle anderen, die da draußen unterwegs sind, sondern Trommelbremse. Muss so sein, weil das Auto halt zu der Zeit auch mit Trommelbremse gefahren ist. Ich habe festgestellt, die verändert sich, also Bremsdruck verändert sich, Bremswirkung verändert sich über die Temperatur, die du aufbaust. Es ist halt schwierig, hier die Hitze rauszutransportieren. Und deswegen möchte ich mal ein bisschen mehr erfahren, wie sie aufgebaut ist, wie sie funktioniert und auch, wie viel Erfahrung die Jungs damit haben, eben verschiedene Teile zu verbauen, um da eben eine Langlebigkeit und eine Performance rauszukriegen für den Rest des Rennens. Deswegen bin ich gerade hier mit Flo und Flo ist gerade schon bei der Arbeit. Servus. Ja, du bist derjenige, der das Auto mit betreut. Wir haben gestern schon viel gesprochen und ich sehe gerade, dass du dran bist an der Bremse. Richtig. Ich habe jetzt zum ersten Mal die Erfahrung gemacht mit diesem Auto überhaupt als Fahrer. Und mich interessiert jetzt natürlich, was habt ihr für Erfahrungen, langjährige Erfahrungen mit diesem Auto, mit der Bremse? Wie macht ihr das Beste daraus, um hier die Performance rauszuholen? Also gerade im Rennsportbereich haben wir es ein bisschen verändert. Wir haben hier eine Zwangsbelüftung in dem Fahrzeug verbaut. Original ist es natürlich nicht. Da haben wir ein anderes System. Da haben wir hier unsere Bremstrommel. Wir haben hier sehr große Belüftungslöcher. Dadurch entsteht ein sogenannter Venturi-Effekt. Wenn jetzt die Trommel hier verbaut ist und dann die Felge noch mit dazu drauf liegt, habe ich zwischen Felge und Trommel einen sehr geringen Spalt. Dadurch wird die Luft hier praktisch rausgesaugt durch diese Kühlrippen und dann nach außen geführt. Verstehe. Genau. Das ist die einzige Kühlung, was wir haben im Normalbetrieb. Jetzt im Rennbetrieb brauchen wir natürlich mehr Luft, weil unsere Bremsen deutlich mehr beansprucht werden. Und deswegen haben wir hier zusätzlich eine Luftführung eingebaut, die dann praktisch zusätzlich von außen den Fahrtwind nochmal durchdrückt, hier durch die Kanäle und dann eben wieder nach außen abführt. Perfekt beschleunigt. Genau, richtig, richtig. Genau. Und wie du schon gesagt hast, ich baue die Trommel runter, wir erneuern unsere Trommeln, unsere Beläge, machen wir beides neu, weil uns aufgefallen ist, dass wir da ein paar Probleme hatten, das hattest du ja gestern schon angesprochen, dass das Bremspedal komisch geworden ist. Ist
leider normal bei der Trommelbremse, ist nicht so schön wie bei der Scheibenbremse, wo ich sage, okay, ich habe eine schöne Scheibe, ich habe immer den gleichen Bremsdruck. Ja. Gerade bei den neueren Fahrzeugen, das war damals leider nicht so. Ja. Und hier haben wir einfach das Problem, es ist eine geschlossene Trommel, es kommt nicht genug Kühlung hin, deswegen auch unsere Führung, unsere Luftführung. Und deswegen wird es halt alles sehr, sehr heiß im Vergleich zu einer normalen Scheibenbremse im modernen Fahrzeug. Da haben wir auch keine Stahlfelgen bei den neuen Fahrzeugen, wir haben Alufelgen mit großen Speichen, wo halt einfach mehr Luft reinkommt. Ja. Genau, so, richtig, richtig. Ja. Vielleicht für euch kurz zur Erklärung, was das bedeutet. Ihr kennt das von einem Straßenauto. Von modernen Autos, da habt ihr einen Pedalweg, ihr tippt auf diese Bremse mit ganz wenig Gewicht, mit ganz wenig Weg, den ihr eigentlich geht. Das Auto bremst heute mit Bremskraftverstärkern, im schlimmsten Fall mit ABS und so weiter. Und dieser Pedalweg ist eigentlich immer konstant. Bei diesem Auto ist es so, du brauchst viel Kraft und du hast einen sehr langen Weg und nicht so einen definierten Druckpunkt. Du fährst also auf Kurven zu, fängst an anzubremsen. Vielleicht können wir das videotechnisch auch nochmal einfangen. Eigentlich vor dem Anbremsvorgang bin ich mit dem linken Fuß schon, tipp schon kurz auf die Bremse, um diesen Bremsdruck aufzubauen. Weil durch die Temperatur die Bremsflüssigkeit halt auch von der Temperatur hochgeht logischerweise, damit vielleicht Bläschenbildung da ist, also Luft im System, dementsprechend der Druck nicht da ist. Dann musst du kurz tippen, dann bleibt das Pedal wieder oben stehen und du hast den Bremsdruck. Dann fährst du in Richtung Turn 1 zum Beispiel, also bergab hier am Nürburgring, langer Bremsweg, runterschalten durch die Gänge bis in den zweiten runter. Und stehst auf der Bremse und freust dich, hey, Pedalweg ist oben, das Bremspedal hat einen guten Druck, gutes Feedback, was du bekommst, es bremst gut. Und mit dem Verlauf des Bremsen wird es immer heißer, das heißt, plötzlich haut das Pedal nach unten ab und das zweite ist, die Bremswirkung lässt nach. Dann pumpst du nach, das Pedal steht wieder oben, aber es ist immer noch keine Bremswirkung da und dann wirkst du hektisch beim Runterschalten. Und das ist etwas, was diese Autos halt grundsätzlich haben, eben aus dem Thema, was der Flo gerade gesagt hat. Wir kriegen die Temperatur halt nicht raus. Und die Temperaturen, die wir gestern als Außentemperatur hatten, Asphalttemperatur, es zahlt ja eigentlich alles darauf ein, dass diese Grundtemperatur schon weit oben ist. Dazu kommen noch Reifentemperaturen, die sich auch noch aufbauen. Alles überträgt sich über eine Felge, ist alles Metall. Und das macht es halt einfach wirklich schwierig einzuschätzen für dich als Fahrer, gerade bei langen Bremswegen, da wirklich sicher zu agieren. Und du willst nicht versuchen, jemanden zu überholen und platzierst dich daneben in Turn 1 und der lenkt irgendwann ein und du stehst in der Tür. Deswegen werde ich da ganz viel Vorsicht walten lassen mit so einem hochwertigen Auto, dass da Sicherheit vorgeht und lieber 2 Sekunden bei der Rundenzeit wegen. Deswegen das mal so als Hintergrund, wie es sich als Fahrer anfühlt. Entschuldigung. Jetzt gleich an Flo vielleicht nochmal die Frage. Ja, bitte. Über die Jahre habt ihr viel Erfahrung gemacht mit dem Auto. Ne? Du sagtest gerade schon, das ist eine Bremstrommel, wie ich sie gerade sehe. Die sieht absolut neu aus. Habt ihr gesehen, ist lackiert. Ist auch eine ganz neue. Die hole ich ja jetzt nicht beim Mercedes-Benz-Händler mit einer Teilnummer, oder? Sie gibt es zum Teil noch, tatsächlich. Ja. Und werden mit Gold aufgewogen wahrscheinlich. So ungefähr, ja. Darf ich fragen, was sowas kostet? Das sind ungefähr, glaube ich, auf jeden Fall im höheren vierstelligen Bereich für eine Trommel. Und ja, ist nicht ganz einfach. Also wir sind immer am Schauen, es gibt noch andere Firmen, die sowas nachproduzieren. Aber ja, ist sehr, sehr schwierig. Und gerade im Rennsportbereich verschleißen die halt sehr, sehr schnell. Ja. Und wir schauen schon immer, aber man muss ein bisschen vorsichtig fahren. Also so wie den neueren Fahrzeugen Kamikaze und dann Vollgas anbremsen, wie du gerade schon erklärt hast, ist halt bei dem Fahrzeug einfach nicht. Weil dann funktioniert es 2 Runden und dann ist vorbei. Ja. Und es geht leider alles nicht so schön wie bei den heutigen Fahrzeugen. Ja, und das ist ein guter Punkt. Ich denke so heute, gerade 24-Stunden-Rennen oder sowas, wenn wir da unterwegs sind, es gibt viel Customer-Sports-Autos, GT3s, GT4s. Genau, richtig. Und was ich wirklich cool finde, hier ist ja wirklich, es ist Handarbeit. Ne? Ja. Es ist bei euch gewissenhaftes Arbeiten. Auf jeden Fall. Wirklich, ne? Ja. Das Know-how, was ihr haben müsst dafür. Ja. Und halt eben das Augenmaß, was du gerade schon sagst. Natürlich. Klar, man muss viele Dinge beachten, was jetzt vielleicht bei anderen Fahrzeugen nicht ganz so ist. Ja. Und es gibt viele, viele Punkte und es ist nicht gleich mal schnell in einer Viertelstunde gemacht, sondern braucht halt einfach seine Zeit, ein bisschen Ruhe, muss gewisse Dinge beachten, prüfen. Aber das ist es auf jeden Fall wert, dass unsere Fahrer dann ihren Spaß haben auf der Rennstrecke. Absolut. Das ist ja immer der Teamgedanke, deswegen vielen, vielen Dank fürs Erklären. Gibt mir ein gutes Gefühl, als Fahrer drin zu sitzen und ich habe jetzt auch mehr Verständnis, was die Bremse angeht. Perfekt. Cool, Flo. Dann lasse ich dir deinen Job weitermachen. Danke dir. Und wir gucken uns das gemeinsam an. Genau. So Leute, Regenschirm ist angesagt, so kommen so ein paar Tröpfchen runter zwischendurch, aber es ist Eifel, deswegen es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung. Wir gehen mal ein bisschen auf Fahrerlagertour, gucken, was hier so alles los ist und ich nehme euch mit.
So, ich stehe jetzt hier mit dem Chris Krämer. Die einen oder anderen von euch kennen ihn noch aus dem letzten Video, was wir gemacht haben, eben bei Krämer Racing, zusammen genau. Festival of Speed. Und ja, war mir klar, dass der hier auch zu finden ist, an einem schönen Auto von Krämer Racing. Chris, was machst du hier? Ich bin quasi hier mit unserem Partner, dem Porsche Club Nürburgring, mhm. Frank hier vorne, dem gehört übrigens auch der Grüne. Also ja, ich direkt vorbeigelaufen gerade. Ja. Auf jeden Fall muss man die auch mal live hören. Mhm. Und quasi, wir stellen das Auto jetzt hier aus. Aber es sind noch ein paar Krämer-Autos unterwegs. Mhm. Willst du den ersten sehen? Ja, gerne. Ich sehe schon gerade. Können wir vielleicht noch ein paar Eindrücke zu einfangen. Krämer steht drauf anstelle von Carrera S2. Sehr stylisch. Und es steht auch ein Price-Tag dran. 2 Liter T, 47.000 Kilometer. Nach Restauration keine 1000 Kilometer. Also, nee. Schaut mal bei Krämer auf die Website. Ich denke, da gibt es ein bisschen was zu finden. Ja. Kennst du wahrscheinlich noch, ne? Den kenne ich noch. Ich habe ihn ein bisschen größer in Erinnerung, aber mega. Ja, nach gut wurde ein bisschen zu heiß gewaschen. Ist eingegangen. Müssen wir wieder gießen, dann wird er wieder größer. Genau. Was ist das für ein Modell? Habe ich noch nicht gesehen bisher. Der ist von TrueScale, 1 zu 8. Also da gibt es weltweit so quasi nur 25 Stück von. Stimmt, ich sehe es gerade, ja. Cool. Das ist die Variante 1981. So, jetzt lass mich gucken, ob ich es noch drauf habe. Hat der denn nicht ab 80 einen geraden Strich nach hinten? Weil der ist noch ein bisschen mit drin. Ist das also, passt das oder passt das nicht? Das passt bei dem Modell nicht, weil ich glaube, die Basisversion war das Mambo-Auto. Aber Stichwort Mambo. Willst du das Mambo-Auto sehen? Ist das hier? Ja. Dann, let's go. Den mag ich, aber ich glaube, echte Autos will ich mal. Nehmen wir euch mit. Auf geht's. Das ist ein RSK dann. RSK, RSK, dann, ja. Aber weißt du auch noch aus Goodwood, kennst du den anderen RSK? Das ist Jägermeister-Auto. Genau, das war aber jetzt in Saison 75, das hier ist der aus 74 der Saison. Gab es zwei Autos, die im Samsung-Design waren, relativ bekannt. Das Jahr davor, 73, hat man dann auf F-Modell RSR-Basis ja den Porsche Cup geholt. Das war quasi dann die nächste Evolutionsstufe, halt schon auf G-Modell-Basis. Und du siehst, gewisse Modifikationen hat man auch hier schon vorgenommen. Ich sehe sie nicht, erklär mir kurz, wo waren die Unterschiede? Wenn du runterkommst, hier zum Beispiel, unten die Heckschutzsteine, die Aussparungen, um dann noch mal mehr Luft abzuführen. Dann theoretisch hat der vorne auch noch so Luftschlitze quasi, um die Bremsenkühlung zu optimieren. Und dann natürlich beim Motor noch gewisse Geheimnisse, die halt damals dann der Motorenbauer bzw. der Manfred dann da eingebaut hat. Ja, ansonsten ist an dem Auto so nichts, sag ich mal, weiter optimiert am Bodywork. Also wirklich so Kleinheiten, gewichtsoptimiert halt natürlich. Aber Motortechnik und von der PS-Leistung her hat jetzt schon mal einen gewissen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, die natürlich nicht so viel sich damit beschäftigt hat, sondern einfach nur ein Auto vom Werk eingesetzt hat in dem Fall. Ja. Die K-Baureihen kamen dann später erst, richtig? Genau, oder gab es eine parallele Entwicklung? Genau, die K-Baureihen kamen ab 76 und hier sind wir ja 2 Jahre quasi davor in 74 gewesen. Da hat man nur diese Autos eingesetzt und dann kam ja schon ab 76 auch schon der 934, quasi nochmal der nächste Step halt mit der ersten Turbo-Generation, die Porsche eingesetzt hat dann. Wie du siehst, für den einen oder anderen ist das hier quasi ein normaler RSR oder einfach ein unscheinbares Auto, aber du siehst ja hier schon an den Details. Du kennst es vielleicht, weißt du, von welchem Auto es kommt? Ich habe eben schon überlegt, ob das Felgendesign vielleicht sogar von 917 sein könnte, Zentralverschluss, ja, genau. Speiche. Ja. Die haben halt damals viele Teile, die noch im Regal lagen, quasi übernommen und dann haben sie es halt quasi in die Serie gebracht. Ne? Was halt passt, die, ne? Genau, die entwickeln halt im Motorsport, Teile entwickeln im Motorsport in die Serie bringen. Ne? Ja. Du hast eben gesagt, der K3 steht auch noch hier. Ist der direkt hier irgendwo in den Boxen oder? Ein paar Boxen weiter. Okay. Ja, also let's go. Mit einer wirklichen Legende am Nürburgring und ich freue mich ganz besonders, weil mein Freund Harald, ich darf es wirklich so sagen, wir kennen uns seit, ich glaube, 2004 oder 2005. Ja, ja, Anfang der 2000er. Und ich kannte dich damals schon als Legende und du hast mich an die Hand genommen damals für die ersten Schritte, Instruktor zu sein, ins ganze Automotive-Thema reinzukommen, während jetzt gerade die erste Einführungsrunde losgeht. Und wir stehen vor einem ganz besonderen Auto und da hast du, glaube ich, auch eine Menge zu erzählen, oder? Auch an der Kombination Klaus Ludwig, Krämer-Auto. Da haben wir uns alle die Zähne ausgebissen. Wenn ich das richtig im Kopf habe, hat der Klaus damit 10 Rennen gewonnen.
Und das 11. Rennen hätte er auch gewonnen, aber ich glaube, der ist beim Überrunden irgendwie hängen geblieben, war Missverständnis, und sonst hätte er komplett alle 11 Rennen gewonnen. Also Klaus war uns in der Kombination Auto, Fahrer, anderthalb Sekunden überlegen. Ja. Du sprichst von Klaus, das ist Klaus Ludwig. Ludwig, ja, ja, genau, Klaus beim Festival Ludwig, of Speed, ja, ja, durften wir das Jägermeister auch. Also das Paket, Klaus Ludwig, also das Paket Krämer, oder auch als er bei losgefahren hat, das war eine Einheit, das war schon sehr, sehr gut. Ja. Das war die Saison 1980, als er die DRM damit gewonnen hat. Ja. Du warst in dem Feld auch unterwegs, hast du die Zähne an dem Auto oder an Klaus ausgebissen? Nee, allgemein, also ich sag mal, ohne zu übertreiben, weltweit gehört die schon zu den 18 besten Fahrern auf diesem Modell, weil die Autos, die waren sehr schwer zu fahren. Ich hatte ein 79er Werksauto gekriegt von Dieter Schornstein. Mhm. Und die Autos, man muss sich vorstellen, starren Durchtrieb. Wir sind angefangen mit 2,8 Liter Motoren, dann 3 Liter Motoren. Der 3.2 hatte letztendlich bei 1,35 Ladedruck 830, 835 PS. Also da muss ich schon sagen, das ging schon zügig vorwärts. Die Autos sind je nach Flügel- und Ladedruckeinstellung und Temperatur bis zu 380 Stundenkilometer gelaufen. Wahnsinn. Der Nachteil war natürlich, dass ich in Le Mans damit auch sehr, sehr schwer verunglückt bin. Habe ich mit hinten, hinten links Radträgerbruch oder Reifenschaden, das war nicht mehr machen auf der Geraden. Aber das Schlimmste war, dass ich dann anschließend 42 Sekunden im Feuer gesessen habe. Aber ich habe ja alles gut überstanden. Ja, und du siehst auch noch gut aus. Ja, ja. Immer noch. Habe ich gut hingekriegt, ja. Die Retter waren Gott sei Dank sehr, sehr schnell da. Ja. Und mein Glück war, oder das Pech von einem Kollegen, der ein Jahr vorher in Le Mans über eine zweifache Leitplanke in den Wald geflogen ist. Die hat man dann auch vierfach gemacht. Mhm. Und das war mein Glück, dass ich an der Leitplanke hängen geblieben bin. Abgeprallt ist, ja. Aber so eine Erfahrung will man nicht machen, vor allem mit so einem Auto nicht. Ne? Nee. Also, wenn du, aber wie viel Liter Sprit habt ihr damals mit dabei gehabt? Wir sind damals mit 120 Liter gefahren und je nach Ladedruck sind wir dann schon nach 50 Minuten reingekommen, weil der Tank leer war. Ja, man muss sich vorstellen, ich habe ja viel für die Japaner gefahren. Mhm. Und alle Teams und Sponsoren wollten natürlich gerne TV-Minuten haben. Ja. Und dann ist natürlich Folgendes passiert, je nachdem, wer einen Start gefahren hat. Ja, ich möchte aber 2 Minuten TV haben. Ja, 1,3 Ladedruck oder 1,35 sind wir meist alle beim Start gefahren. Dann haben wir ganz knapp reduziert auf unter 1,3. Dann ist Folgendes passiert, dann haben wir reduziert den Ladedruck. Aber trotzdem, nach 50 Minuten waren die 115 Liter Sprit verbrannt. Ja. Und dann haben wir alle auf Regen gehofft und haben natürlich bei den Langstrecken gedacht, dass wir nachts, ich meine, galt ja für alle, wieder den Sprit reinkriegen. Also war manchmal schwierig, dann mit 80% oder 70% Runden zu fahren, um wieder Kraftstoff reinzuholen. Aber die TV-Minuten hatten wir schon mal und die Sponsoren waren auch zufrieden. Das glaube ich. Also faszinierende Autos, ne? Ihr habt die Zahlen gehört. Ich kann es mir als jemand, der nach 1980 geboren wurde, gar nicht vorstellen, ne, dass zu der Zeit, wo ich eigentlich geboren wurde, solche Autos so von dir bewegt wurden. 24-Stunden-Rennen, Sprintrennen, Qualifying und die Leistungszahlen, die du gerade gesandt hast, Wahnsinn. Also wenn ich nur eins sagen darf, die Autos, Vierganggetriebe, starren Durchtrieb, Einlenk untersteuern. Man hatte im ersten Gang, der war bis 125 übersetzt mit dem Gaspedal. Ja. Oder? Dann durfte man auch aufpassen, dass die Turbos nicht zu stark eingesetzt haben, dass wir zu viel durchdrehende Räder hatten. Ja. Also die Autos waren schon, waren eine Nummer für sich. Ja. Aber ich bin stolz und glücklich, jahrelang diese Autos fahren zu dürfen und zu den besten gehört zu haben. Ja, und du stehst noch hier, genauso wie Olaf Mantheim mit dem Stand. Gilt auch nicht für alle aus deiner Zeit. Nein. Also ich fahre meine 8-9 Rennen im Jahr. Ich bin jetzt wieder auf der Nordschleife 3 Wochen unterwegs, die nächsten 3 Wochen hier. Fühle mich sehr wohl. Nur war schade, dass du auf Mallorca warst vor 14 Tagen und ich war in Kopenhagen bei 14 Grad. Ich habe es gesehen, bei Angelika werden geschrieben. Ja, das müssen wir nochmal nachholen. Auf jeden Fall. Du sprichst gerade von Rennen. Du bist gerade unterwegs gewesen, warst auch gut unterwegs. Magst du davon erzählen und auch erklären, warum du hier nicht am Start bist? Ja, eigentlich hätte ich 2 Autos gehabt. Einmal ein sehr schnelles Tic-Tac-Auto und dann mein Originalauto, mit dem ich 1987 das allererste DTM-Rennen in Hockenheim gewonnen habe. Das Auto gehört ja dem Veranstalter auch, Ralf Bahr. Und er hat alles Mögliche versucht, das Auto wieder in Ordnung zu bringen. Aber da ist der Motor auf dem Prüfstand offensichtlich hochgegangen am Dienstag. Und dann mit einem schwachen Motor fahren mit 270, 280 PS, habe ich auch keine Lust, macht auch keinen Sinn. Und deshalb bin ich halt nur Zuschauer. Ja. Aber schön, dass du hier bist. Und alle freuen sich mit uns, dass du da bist. Ja. Cool. Harald, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke für deine Zeit. Ich bin absolut niemand, der jetzt Farben favorisiert. Ein Rennauto muss gehen und funktionieren. Aber das ist wirklich lebensbejahendes Blau und wirklich der Blickfang schlechthin. Von der Zuschauertribüne aus, als auch bei dem grauen Himmel gerade. Wirklich cooles Design. DRM, Deutsche Rennsportmeisterschaft. Klaus Ludwig, alles im Begriff.
Ich glaube, das ist ein Rekordsiegerfahrzeug gewesen damals. Ne? Genau. 10 von 11 Rennen hat er damit gewonnen damals. Und es war einfach unfassbar. Also, was war der große Unterschied? War es der Faktor Klaus Ludwig? War es der Faktor Krämer? War es die Kombination des beiden? Es war die Kombination des beiden. Ja, das hat man im Kopf. Und ich meine, 10 Siege in der DRM von 11 Rennen. Ist es da der Faktor Klaus Ludwig oder der Faktor Krämer Racing gewesen? Oder eine Kombination aus beiden? Das ist die Kombination aus beiden gewesen quasi. Weil halt eben Klaus Ludwig genau das Top-Talent quasi zu der Zeit war. Und halt eben auch die technischen Raffinessen zu der Zeit, die Krämer hatte bei dem Auto, sei es aerodynamisch als auch generell die Technik, war einfach genau die Kombination, die es gebraucht hat, eben um da diese quasi Meilensteine zu setzen. Ja, faszinierend, Autos mit der Leistung auch die Haltbarkeit zu haben, denn wie du hast eben erwähnt, ne, Le Mans ist eben auch ein Thema mit dem eigentlich gleichen Auto gewesen. Ja. War das immer ganz legal? Ich meine, bei Turbotechnik und ich kenne so die ganzen Stories von Harald Groß oder von der alten Schule, ne, ja. Ein Podcast, den ich auch mal sehr, sehr gerne höre. Oder eben auch ja, Rainer Braun hat ja auch Bücher geschrieben, wo so ein paar Sachen drin stehen. In der Turbotechnik gab es ja so einige Tricks. War das immer legal? Weißt du das? Kannst du das heute zugeben, wenn es nicht so legal war? Also was ich gehört habe, es gab einige Tricks, aber diese Tricks haben nicht auf Dauer funktioniert, sondern das wurde dann schnell, ja, quasi schnell recht teuer, ja. Weil er den Motor sich verabschiedet hat. Kann ich mir vorstellen. Aber so für einen Qualifying-Modus, ne, da gibt es ja utopische Zahlen, teilweise vierstellig, die da genannt werden. Also was ich weiß, man hat mal irgendwie mit einer Trockeneisgeschichte was probiert. Aber das ging, glaube ich, in Hockenheim bis zur zweiten Kurve und dann war Ende. Ja, Trockeneis. Keine Erfindung der Neuzeit. Ich erinnere mich, ich glaube, hier im 2001 war BMW ja mit den M3 GTR hier am Nürburgring beim 24-Stunden-Rennen unterwegs. Da gab es was Ähnliches, wo dann Ölleitungen zugefroren sind deswegen. Ja. Also die Tipps und Tricks, die ziehen sich bis heute. Genau. Was kannst du erzählen zum Auto? Leistung, Einsatzgebiete, Technik, Herausforderungen? Was gibt's zu wissen? Der aktuelle Spec ist jetzt hier zum Beispiel 57 PS, weil ich meine 1,4 Bar war das. Ist eine humane Abstimmung, die auch haltbar ist, weil man will ja so ein Rennen auch überstehen und nicht direkt nach jedem Rennen Revision anstehen haben oder das Material auch zu sehr belasten. Ja. Ja. Also wunderschön anzusehen und auch hier, wie alles, was hier steht, ganz besonders in kundigen Händen, so schön anzusehen hier, dass Auto auf der Strecke ist. Vor allem auf jeden Fall später um 8 Uhr schauen, das Rennen von der DRM, weil da fahren nämlich noch ein paar von dem und vom Capri da hinten, ja. Wo wir glaube ich auch ein bisschen vorbeigehen sollten, ja. Weil das war quasi das Konkurrenzprodukt zu dem Auto. Ja, ja, faszinierende Autos alleine schon, wenn sie da stehen, weil es einfach was Besonderes ist, so Breitbauten und so weiter zu sehen. Ja. Turbotechnik, ja cool, freue mich auf die Rennen als Zuschauer, mir das anzuschauen. Wir gehen ein bisschen weiter und gucken noch, was das Fahrerlager sonst so gibt. Wir kommen gerade von dem Auto, was die DRM gewonnen hat. Das war der Porsche. Und ja. Die Verbindung zu diesem Auto ist Klaus Ludwig. Denn der hat sich bei euch verabschiedet bei Krämer Racing mit einem Meisterschaftstitel, der besser nicht hätte entstehen können. Und ist dann sofort gegangen. Genau, 1980 ist er dann auf den Zack Speed Capri gewechselt, weil der halt technisch noch mal einen Tacken noch weiterentwickelt war als der Krämer Porsche. Weil dann eben das Auto auf dem Gitterrohrrahmen komplett basiert und dann noch wenig von der Serie übernommen worden ist. Aber die Krämer Truppe hat dann quasi ein Jahr später nachgezogen mit dem K4. Auch auf Gitterrohrrahmenbasis und war dann wieder auf einem Niveau. Ja. Interessante Geschichte und die Vorgeschichte, wenn ihr da Bock auf mehr habt. Es gibt auch noch ein anderes Video, findet ihr bei Big Mac TV. Ja. Da haben wir euch besucht bei Krämer Racing und du erzählst die Geschichte wirklich bis zum K3 und auch mit dem Ausblick auf die 2 K4 Autos, wenn ich mich recht erinnere. Genau. Die wir vielleicht noch sehen werden. Ja. Cool. Bin gespannt. Chris, vielen Dank. Danke für die Zeit, danke für die Erklärung. Ja. Und wir sehen uns demnächst. Jo, bis dann. Bis bald. Ciao. Okay, wie das so ist, wenn man durchs Fahrerlager läuft, immer wieder schön, Freunde zu treffen. Hier ist der Friedrich, Fritzi, Fritz. Gibt verschiedene Namen, die man so im Fahrerlager kennt. Stellt ihr euch kurz vor. Wir hatten die Ehre, miteinander das 24-Stunden-Qualifier zu fahren. Vor was einem Jahr? Vor einem Jahr. Und ja, waren auch recht erfolgreich, haben das erste Rennen gewinnen können. Das zweite Rennen war nicht so erfolgreich, aber es hat mega Spaß gemacht mit ihm. Sauschneller Mann. Leider ein DNF, aber... Ja, also weder du noch ich, aber ja. Der Alex hat auch einen mega Job gemacht, aber leider eine kleine Berührung gehabt. Alex Rucker, schöne Grüße gehen raus, auch sauschneller Mann. Ja. War eine coole Fahrerpaarung damals. Es war auf jeden Fall solide, so dass es für den Sieg gereicht hat im ersten Rennen. Im zweiten Rennen waren wir auch sicherlich konkurrenzfähig für den Sieg oder auf jeden Fall ein Podium.